Leute, das wird wirklich immer verrückter. Es heißt, wir sehen einen Film und dementsprechend hat sich diese Dame hier, Outside the Matrix, hat sich die Internet Movie Database vorgenommen und berichtet hier darüber, wie sie so ziemlich alle bekannten Figuren in der amerikanischen Politik in dieser Datenbank gefunden hat. Und in dieser Datenbank kann man nur erscheinen, wenn man tatsächlich in irgendeiner Form mit dem Filmgeschäft zu tun hat, also Schauspieler, Produzenten, Autoren. Und so steht es auch auf der Wikipedia-Seite. US-amerikanische Datenbank, Filme, Fernsehserien, Videoproduktion und Computerspielen. Und da gibt es Stand Juni letzten Jahres, Informationen zu 11 Millionen Titeln. Ja, Serienepisoden, Inhalte, Darsteller, Produzenten. Und sie hat dann hier geschaut und hat tatsächlich die Clintons, Kayleigh McEnany, Producer und Writer, Michael Flynn als Schauspieler, hier die Clintons, die Bidens. Und sie sagt, also im Grunde können wir davon ausgehen, dass wir nur das zu sehen bekommen, was sie uns sehen lassen wollen, weil es eben die Matrix ist und da nichts wirklich geleakt ist. Also es kommt nichts zufällig raus. Und davon bin ich tatsächlich auch überzeugt, wenn ich da mal in die Datenbank selber reinschaue. Also hochinteressant, schaut euch das mal an. Wir haben hier tatsächlich Joe Biden als Schauspieler. Also nicht ein Schauspieler, der Joe Biden spielt, sondern Joe Biden als Schauspieler. Genauso wie Jill Biden als Schauspielerin. Und beide zu sehen in die Amtseinführung von Präsident Joe Biden. Und Top-Besetzung Bush, Clinton, die sich selbst spielt, Harris, Obama. Produktion. Er ist Produzent und Schauspieler. Und bekannt für We the People. Das ist ja verrückt. We the People, Fernsehserie von 2021, wird eine neue Generation US, junger US-Bürger über die Macht des Volkes aufgeklärt. Tatsächlich. Wenn man sich die Folgen anguckt, aktive Bürgerschaft, Bill of Rights, Steuern, Bereich der Regierung, erster Verfassungszusatz, also verrückt. Und je länger ich da drin rumsuche, umso verrückter wird das. Selenskyj, okay, der ist uns bekannt als Schauspieler, ist hier aufgeführt als Produzent. Und der Film? Der Geist der Ukraine. Groß angelegte Invasion der Russen in die Ukraine am 24. Februar 2022. Top-Besetzung Boris Johnson, Wladimir Putin, Justin Trudeau und Co. So, so. Gucken wir mal nach den deutschen Politdarstellern. Nehmen wir doch mal direkt Angela Merkel. Spielt sich selbst, Bild macht Deutschland. Hier, super interessant, der Trailer, der direkt Master of the Universe. Ich mache das mal kurz an, weil das fand ich jetzt auch nochmal hochinteressant. Kann ich den Griechen wagen, wisst ihr was? Entweder ihr gebt uns die Kohle, oder wir lassen das Ding hops gehen, und dann seid ihr technisch im Bankrott. Du zahlst 28 Millionen, zwingst den Staat 100 Millionen auszuzahlen. Das lohnt schon mal. Ja. So macht man das. Das war ein ganz normales Geschäftsmodell. Das hat nicht nur eine Firma gemacht. Ja. Das war ein ganz normales Geschäftsmodell. Das hat nicht nur eine Firma gemacht. Jetzt ist Angela Merkel zwar nicht als Schauspielerin in der Datenbank aufgeführt, interessant aber trotzdem die Produktion, in denen sie beteiligt war. Aufbruch der Macht. Bild macht Deutschland. Eine Fernsehserie von 2020 mit 7 Folgen. Bild macht Deutschland. Also macht die Bild Deutschland. Deutschland steht still. Rechnung an China, Lockerung Drosten, Klitschko, Ukraine, der vergessene Krieg. Ach ja.
Im Dezember 2020 soll das rausgekommen sein. Letzte Folge, Impfstoff, Corona-Leugner und Ausblick. Hochinteressant. Tatsächlich finden sich auch zahlreiche deutsche Politiker. Schauen wir uns doch mal den Kanzler der Einheit, Helmut Kohl, an. Aufgeführt als Schauspieler. Bekannt aus Rotwang muss weg. Verheiratet war er mit Hannelore Kohl. Sie war Schauspielerin, bekannt für Verkehrsgericht, Wetten, dass. Verrückt. Also Leute, was sehen wir hier? Ist das jetzt die in Anführungsstrichen sanfte Form des EBS, wo die Menschen dann selber nach Belieben sich die Dinge anschauen können und ihren Film rückblickend verstehen? Und was finden wir hier noch alles? Ich werde hier noch ein bisschen weitersuchen und kann euch nur empfehlen, schaut euch das an. Ach, und ich habe ja erst gedacht, na, das ist vielleicht hier nur so aufgeführt. Steht ja hier, kann man auf Prime Video angucken. Ja, kann man tatsächlich. Ich habe reingeguckt. Ihr könnt euch tatsächlich 7 Staffeln Bild macht Deutschland angucken. Also die Bild. Die Bild macht Deutschland. Ein Bild der Macht für Deutschland. Spannend. Also ich bin erstmal baff. Ich wünsche euch viel Spaß beim Recherchieren. Und was haben wir nicht seinerzeit über die Truman Show gelacht? Ja, ich würde sagen, lasst den Scheinwerfer vom Himmel fallen. In diesem Sinne, alles Liebe, bis bald.